Birdies Geschenk. Der ist aber jetzt auch auf allen Seiten. Das sind meine. Nur wenn Sie die Quittung haben. Ich könnte sie mir nehmen. Sie sehen nicht aus wie ein Dieb. Diebstahl wäre es nicht. Als ein Mädchen verkaufe ich sie. Meinen Sie denn, Sie kriegen das hin? Das kommt ganz auf das Mädchen. Die Onkel hätte keine Chance gegen meine Mimi. Mal sehen, was sie kann. Der Typ ist echt schräg. Aber meine Silver Bellas sind sicher verwahrt. Okay. Aber wir müssen jetzt gegen jemanden antreten. Gegen ein kleines Mädchen. Das, wie sich anhört, sehr gut schießen kann. Die hier? Ja, wirklich. Cowboy. Dann wollen Sie gegen mich antreten? Suchen Sie sich dort im Laden erstmal eine Waffe aus, die Ihnen gefällt. Sobald Sie eine gefunden haben, kommen Sie wieder her und verlieren gegen mich. Munition haben wir genug. Solange Sie bei mir sind, können Sie sich austoben. Okay. Dann holen wir uns doch die Munition. Hey, 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 Alter! Alter! Warum so eilig, hä? Ja, wo genau? Hier drin, oder was? Ach, okay, das ist einfach nur das Büro des Lasenbesitzers. Social Networks? Jede Menge Tickets. Hilfe. Wie kann ich Ihnen helfen, mein Freund? Also, also einfach so rausnehmen könnte ich das jetzt nicht. Haben Sie auch Schrotpatronen? Müssten hinten sein, bei der ganzen anderen Munition. Ja, da habe ich nachgeguckt, aber ich finde keine. Puh. Tja, wissen Sie, heute Morgen war noch was da. Im Lager ist nichts mehr, das weiß ich. Hm. Dann hat dieser Spinner Sie wohl alle auf dem Schießstand verballert. Ach, wirklich? Alle? An einem Tag? Ja. Und er hat den ganzen Tag geflucht wie ein räudiger Köter. Jetzt geht's los. Am Wettbewerb teilnehmen. Es leckt bei mir noch gerade etwas, deswegen warte ich mal etwas ab. Ich wusste, Sie haben's drauf, Cowboy. Sie sind ein verdammt guter Schütze, mein Freund. Ach, das wäre zu spät. Wow, toll! Jetzt hat Lilly ihren Meister gefunden. Verdammt. Jeder Schuss ein Treffer. Fragt sich nur, worauf, Mann. Sie sollten anfangen, auf die Ziele zu schießen. Mann, wenn Sie schon nicht treffen, täuschen Sie es wenigstens vor. Wie Ihre Freundin oder Ihr Freund, Ihre Katze. Wachkopf. Wow, toll! Jetzt hat Lilly ihren Meister gefunden.
verdammt. Ja, Schuss, ein Treffer. Frag dich nur, worauf, Mann. Sie sollten anfangen, auf die Ziele zu schießen. Also suche ich ja auch. Er weiß nur nicht, wie es schießen ist, wenn es leckt. Verdammt. Muss noch mal ganz genau drauf ziehen. Verdammt, wie viele Punkte hat die denn? Warum versuchen sie es nicht nochmal mit einer anderen Waffe? Okay, ich nehme eine bessere Waffe. Hey, Hüpfer! Gibt's einen Sniper oder sowas? Du in der anderen Richtung. Welche? Mach dir nicht in die Hose. Du hast doch gar keine Frau. Schnauze! Gibt es hier eine Sniper? Nein, tut mir leid. Die gibt's nur in Rot. Oh, alles klar. Keine Sniper. Würde das jetzt irgendwas nützen, wenn ich den Strom abstelle? Die hier zum Beispiel bräuchte ich. So eine. So, mein Schatz. Jetzt bist du wieder. Nein, gibt's wirklich keine andere. Gibt's nur die zwei? Oh ja, so poliert gefällst du mir. Es kann doch nicht sein, dass es nur die zwei gibt. Also, so verhält sich kein normaler Mensch. Ich mal die hier. Das ist jetzt komisch. Für mich sind die zwei jetzt was zu wenig. Hey, Arschloch, nettes Outfit. Wie kann ich Ihnen helfen? Ne? Hi. Okay, jetzt haben wir einfach eine Pistole genommen. Ach, hier ist ein Schießstand. Hey, schon gehört? Lenny ist wieder da. Ach, scheiße. Es war so schön ruhig hier ohne den Schwachkopf. Ja, aber was will man machen? Ihm eine Schrotflinte in den Arsch stecken und ihm das Hirn wegblasen? Oder wir rammen ihm ein Stierhorn in seinen kleinen Arsch. Ja, ja, aber das war okay, die erste Ente getroffen. Noch gefallen. Ich hätte jetzt sogar einen Sniper. Langsam, Kleiner, das Gerenne ist nicht gut für den Kreislauf. Ich guck mal kurz. F1. Was gibt's denn so? Eine Herausforderung. Nicht der Sieg zählt dabei, sein ist alles. Volltreffer. Schießwettbewerb gewonnen. Schießwettbewerb auch gewonnen. Wen wollen Sie... Ach, verdammt. Wen wollen wir verarschen? Natürlich geht es um den Sieg. Aha. Niemand ist gestorben, Schießwettbewerb vermieden. Keine Quittung auf jede Menge Geschick. Aber jede Menge Geschick. Pulverfass, Kanone abgefeuert. Also den Schießwettbewerb, auf den habe ich gerade keinen Bock. Vor allem, weil es bei mir gerade leckt. Ich spiele gerade mit 14 FPS. Hat eine gute Reichweite und ist ausgesprochen präzise. Was haben wir denn hier? Das sieht hier doch ganz lustig aus. Ach, da ist eine Kanone. Ich will nach unten klettern. Nach unten. So, jetzt geht's. Können wir die Kanone gar nicht abfeuern? Oder brauchen wir eine andere? Ich guck mich erstmal hier um. Ein Bunker, in den man nur mit einer Schlüsselkarte reinkommt. Schlüsselkarte. So. Hier kann man hochklettern. Hier ist eine Sniper. Schon hat sich der Weg gelohnt. Jetzt könnten wir eigentlich auch das Match gewinnen. Hoffe ich zumindest. Ich bin gerade mit einem ganz positiven Gewissen reingegangen. Hey, was? Wir
wurden von einem entdeckt. Von dem Typen oder was? Eine Pause. Eine Sache interessiert mich gerade. Alles klar, Mann, die Wette gilt. Dann pass mal auf. Ich will mal eine Sache ausprobieren, obwohl. Also den Ladenbesitzer möchte ich nicht gerade erschießen. Aber sie vielleicht. Aufnahmen. Mal ausprobieren. Obwohl. Was wäre effektiver? Ladenbesitzer oder Arm? Ich bin gerade gespannt, denn ich habe eine Idee. Okay, ich werde gesucht. Ah, okay, das hat es nicht gebracht. Mal kurz neu starten. Jetzt versuche ich mal gleich auf sie zu zielen. Die Silverbellas holen. Hey Kumpel, du hast Mundgeruch. Obwohl eine Sache könnte ja noch klappen. Hey, du! Moment mal! Was wollte ich noch sagen? Ach ja, muss doch sehen. Fick dich, das war's. Ah ja, okay, du wolltest noch fick dich sagen, okay. Dass es nichts weiter ist. Setz mich einfach drauf und besorgst den Ding. Und dann reparier ich's. Und dann scheiß ich drauf. Und dann ist das Scheißteil repariert. Hey, wie geht's? Wie geht's, wie steht's? Was ist denn da unten? Eine Trophäenhalle. Glotz mich nicht so. Verdammt. Aber wir gucken mal kurz hier hin. Lass die Waffe fallen. Ich wusste, ich krieg dich. Verdammt, die sehen mich. Dann nochmal. Jetzt nochmal da durch. Diesmal nach oben, wieder mal die Sniper holen und dann dann vielleicht sie abschießen. Also dann kann eigentlich kein Kampf mehr kommen. Hey du Schönling, komm her, komm her. Ja, du bist gemeint, kleiner. Hey, Mann. Ach, so eine blöde. Was macht er denn? So, mein Schatz. Jetzt bist du wieder wunderschön. Warst du nicht mal mit meiner Schwester zusammen? Ja. Durchgekommen und jetzt nach oben Sniper holen.
Wo war eine Kante? Hier. Ach nein. Ich dachte, die Kante wäre nach unten. Aber ich muss jetzt nach unten. Also müssen wir wieder diesen Weg hier nehmen. Da sieht uns doch keiner mehr. Die Sniper war irgendwo da hinten. Da liegt sie hier schon. Da ist sie. Schuss. Scheiße, Mann. Bist du bewaffnet? In Ordnung. Was hast du denn nie auf? Leute! Sag doch mal, wer war das? Ich weiß es nicht, Sir. Ich habe keine Ahnung. Okay, keiner weiß, wer es war. Außer uns natürlich. Verdammt. Die laufen da aber alle rum. Da kann ich auch nicht sehr viel dagegen tun. Warum zum Teufel rennt der Kerl hier rum? Okay. Mit meinen 16 auf FPS rumlaufen? Ich will mal was ausprobieren. Also bei den Optionen. Ich komme gleich wieder und setze die Qualität runter und sag dann mal, wie die FPS-Zahl danach ist.